Leute, ich muss mit euch über ein ernstes Thema sprechen. Vor ein paar Tagen habe ich auf einem Video von mir einen Kommentar bekommen von Team Diamond. Der Inhalt war, ich bin Team Diamond offiziell, ich habe meine Robux gestern nicht bekommen. Das bezieht sich auf die Arena-Kämpfe, die ich die letzte Woche hier veranstaltet habe, in denen Zuschauer, die in der Arena überleben, von mir Robux geschenkt bekommen. Und Team Diamond offiziell war einer von drei Leuten, denen ich nicht direkt donaten konnte, weil sie keine Donations hatten oder andere Probleme gab. Die habe ich dann mir auf die Liste geschrieben. Zwei von diesen drei Leuten habe ich dann noch im Livestream die Robux gegeben. Team Diamond offiziell hat sie im Livestream nicht mehr bekommen. Ich habe nämlich nach dem Livestream versucht, ihn zu kontaktieren und ihm die Robux gegeben. Einen Tag später hat er bei mir kommentiert, dass er die Robux nicht bekommen hätte. Und das ist eine richtig, richtig üble Anschuldigung, die nicht stimmt. Ich kann mir vorstellen, dass er vielleicht damit meinte, dass er die Robux noch nicht hat, weil wenn man Robux in Roblox donated bekommt, dann sind die erstmal pending für 7 Tage und dann kriegt man sie gut geschrieben. Aber mit solchen Anschuldigungen muss man sich wirklich zurückhalten. Das geht wirklich gar nicht klar. Solche Anschuldigungen können einen immensen Schaden bei mir anrichten, wenn ihr behauptet, ihr hättet von mir die Robux nicht bekommen. Ich gebe mir so viel Mühe, dass jeder, der bei mir in einem Gewinnspiel oder in einem Wettkampf irgendwas gewinnt, auch am Ende seinen Preis erhält. Ich habe nach dem Livestream noch 2 Stunden lang, war ich in dem Donate-Game drin, hab Team Diamond gefragt, hast du es jetzt geschafft? Hast du einen Game Pass erstellt? Er hat es nicht geschafft. Dann hat er gefragt, wie man das macht. Ich habe ihm erklärt, wie man Game Pass erstellt. Ich habe ihm ein Video geschickt, in dem ich das erklärt habe. Ich habe so lange gewartet auf ihn. Er hat dann irgendwann endlich einen Game Pass erstellt. Ich habe ihm zu meiner Freundesliste auf Roblox hinzugefügt. Habe ihm per Chat Nachrichten geschickt. Hier blende ich ein paar Screenshots vom Chat ein, weil den Chat habe ich nicht mehr, weil ich ihn jetzt blockiert habe. Erst habe ich ihm geschrieben, hier, erstell einen Game Pass für 200 Robux für das Spiel. Dahinter ein Link, der ist jetzt zensiert worden, komischerweise. Aber das ist halt sein persönlicher Place, den ihr hier sehen könnt. Schreib mir, sobald du ihn erstellt hast. Dann hat er gemeint, irgendwie klappt es nicht. Ich habe ihm dann nochmal das Video von mir gezeigt, in dem ich erkläre, wie man Game Pass erstellt. Dann meinte er, Conny, ich habe ihn, aber wo bist du? Da war er dann schon einige Zeit vergangen. Ich bin dann wieder auf Roblox online gekommen, habe die Nachricht gesehen und bin dann einfach auf sein Profil gegangen, auf sein eigenes Spiel und habe seinen Game Pass gekauft. Dann habe ich ihm geschrieben, hab mir den Game Pass gekauft. Er schrieb auch noch, danke Conny, du bist der Beste. Und dann habe ich ihm noch geschrieben, du kannst deine Pending Robux hier sehen. Und habe ihm einen Link geschickt, auf dem er sehen kann, dass ich den Game Pass gekauft habe. Danach habe ich ihn wieder von meiner Freundesliste entfernt, weil das war ja nur dafür, damit ich ihm auch die Robux zahlen kann. Und am nächsten Tag schreibt er mir diesen Kommentar. Und das finde ich wirklich frech. Ich möchte jetzt noch einmal zeigen, ich möchte einmal ganz klar festhalten, dass jeder, der bei mir irgendwas gewinnt, egal worum es geht, ich gebe alles dafür, dass jeder alles bekommt. Ich gehe hier oben, hier bin ich auf der Seite. Das ist der Game Pass, den er erstellt hat. KMC, was auch immer, bla bla bla. Bild wurde moderiert oder Content deleted oder keine Ahnung. Dann hier, von Team Diamond offiziell. Das ist der Sieger aus dem Livestream. Ihr könnt euch gerne nochmal in meinem, ihr könnt gerne nochmal in meinen Livestream reingucken, das alles abgleichen. Das ist die Person, die im Livestream gewonnen hat und ihr steht im Besitz. Für 500 Robux. Ich sagte, mach einen Game Pass für 200 Robux. Er hat ihn für 500 erstellt und ich habe ihn trotzdem gekauft. Weil, warum nicht? Warum sollte ich ihm nicht 500 Robux geben? Meinetwegen. Und nachdem ich sogar noch 300 Robux mehr gezahlt habe, als eigentlich vereinbart war, schreibt er sowas. Ich gehe hier oben mal auf meine Robux. So, dann seht ihr jetzt meine Übersicht der Robux der letzten 30 Tage. Ihr seht, ich mache ein paar Robux durch Warenverkauf. Krieg auch öfters mal Robux ausgezahlt von Crafter. Danke an Crafter, weil ohne Crafters Gruppenauszahlung könnte ich es mir gar nicht leisten, so viele Robux an euch zu verschenken. Deswegen schreibt einfach mal Hashtag Ehrencrafter in die Kommentare. Das würde mich freuen, das würde ihn bestimmt auch freuen, wenn er das sieht. Weil er macht es möglich, dass ich so viele Robux an euch verschenken kann. Ein bisschen was kriege ich durch Gruppenpremium-Auszahlungen. Und hier sind ausstehende Robux. Das ist die Sache. Wenn man was verkauft, landen die Robux hier immer bei ausstehende Robux. Und das hier steht, wenn man darüber hovert, dass das einige Tage dauern kann. Im Durchschnitt dauert das immer so etwa eine Woche, bis ihr das Geld dann zugeschrieben bekommt. Und Roblox zieht dann auch immer so 30% Gebühren ab, weil so ist Roblox nun mal. Da kann man nichts dran ändern. Und wenn ich jetzt hier oben auf Zusammenfassung und dann auf Käufe gehe, dann seht ihr, bei meinen letzten Käufen sind natürlich einige Shirts und was nicht alles dabei von Leuten, denen ich donated habe hier. Und hier, 27.03.2022 um 20.14 Uhr. Mein Livestream war, ich glaube mein Livestream war 18 Uhr vorbei oder keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall Team Diamond offiziell habe ich einen Game Pass abgekauft für 500 Robux. Und wenn ich hier raufgehe, das ist dieser Game Pass. Ich klicke auf Team Diamond offiziell und das ist Team Diamond offiziell. Das ist der User, der behauptet hat, er würde von mir keine Robux bekommen. Und das finde ich wirklich frech. Und das geht gar nicht. Deswegen einmal Real Talk. Ich kann ehrlich gesagt verstehen, wenn ihr glaubt, ihr hättet keine Robux bekommen, weil die pending sind und ihr die Robux nicht sofort habt. Weil man muss halt eine Woche warten.
Aber bevor ihr jemals so eine harte Behauptung irgendwo schreibt, wie wenn ihr der Gewinner von einem Gewinnspiel seid, dass ihr nichts bekommen habt, dann prüft meinetwegen 5-mal nach, ob das wirklich stimmt, bevor ihr sowas im Internet verbreitet. Weil wenn sowas einmal im Internet steht, dann steht das immer im Internet. Das kann für immer einen riesigen Schaden anrichten, den man nicht einfach so beheben kann. Weil Falschbehauptungen verbreiten sich sehr viel schneller im Internet als die Wahrheit. Und wenn auch nur 3 Leute behaupten würden, dass sie von mir irgendwas nicht bekommen haben, dass ich sie gescammt hätte oder irgendwas, dann kann das einen viel größeren Schaden anrichten, als wenn ich jede Woche am Samstag live streame, an hunderte meiner Zuschauer Robux verschenke, dass ich in Pets um lauter X Livestreams Pets verschenke, dass ich Verlosungen mache, dass ich so viel an euch abgebe. Das bringt gar nichts, wenn es da draußen 2-4 Leute gibt, die behaupten, dass das alles eine Lüge sei und dass ich euch scammen würde. Weil das stimmt nicht. Ich mache mir so viel Mühe für euch und ehrlich gesagt, ich muss das nicht machen. Ich mache das, weil ich es gerne mache. Ich gebe Leuten gerne was zurück, aber das tut mir wirklich weh. Das finde ich nicht in Ordnung. Ich habe mir mit dieser Arena hier, habe ich mir so viel Mühe gemacht. Ich habe eine Woche lang, ich muss arbeiten. Ich habe einen normalen Job. Von diesem YouTube-Kanal kann ich nicht leben. Und für meinen normalen Job muss ich arbeiten. Ich bin jeden Tag früh aufgestanden, damit ich Zeit habe, an dieser Arena hier zu arbeiten, das zu scripten. Das eine Woche lang. Ich habe reingehasselt, um das noch rechtzeitig bis zum Livestream fertig zu kriegen. Und ich habe es so grob hingekriegt. Ich hatte immer noch Bugs drin, weil es war einfach nicht genug Zeit da, um das hier alles aufzustellen. Aber ich habe mir die Mühe gemacht, das hier alles auf die Beine zu stellen, damit ich was an euch zurückgeben kann. Und dann kriege ich solche Kommentare. Und Team Diamond offiziell ist ja nicht der Einzige. Ich bin sehr froh, dass Team Diamond offiziell der Erste ist, der sowas auf YouTube schreibt. Aber zum Beispiel auf TikTok, da sehe ich das ständig, dass Leute irgendwelchen Unsinn verbreiten, der überhaupt nicht stimmt. Und auf TikTok ist mir das egal, weil auf TikTok, habe ich die Erfahrung gemacht, sind alle sowieso komplett dämlich. Auf TikTok, ich weiß nicht, TikTok ist eine richtig furchtbare Plattform. Man hat da keine Übersicht, alles ist... ich mag TikTok einfach nicht. Aber da kann ich damit leben, dass es tausende Leute gibt, die irgendwelche Lügen behaupten. Aber hier auf YouTube, auf meinem Kanal, der mir persönlich am Herzen liegt, da möchte ich das nicht sehen. Da möchte ich solche Kommentare nicht bekommen. Deswegen habe ich Team Diamond offiziell auch blockiert. Ich möchte nie wieder was von dem hören. Ich finde das absolut frech, dass ich ihm sogar noch mehr Robux zahle. Theoretisch hat er ja mich gescammt. Ich wollte ihm 200 Robux geben, meint er, stell einen Game Pass für 200 Robux. Er erstellt ihn für 500 Robux. So nett wie ich bin, gebe ich ihm die 500 Robux und danach ist er auch noch so frech und behauptet, er hat nichts bekommen. Entweder er hat es nicht gewusst oder er war gierig und wollte noch mehr. Und in beiden Fällen finde ich es nicht gut. Weil selbst wenn er es nicht gewusst hat, hätte er sowas nicht einfach so öffentlich wo schreiben sollen. Also merkt euch Leute, bevor ihr irgendwann mal irgendwelche Anschuldigungen über irgendwen im Internet schreibt, seid euch wirklich zu 100% sicher, dass sie wahr sind. Weil wenn nicht, könnten sie einen größeren Schaden anrichten, als ihr euch vorstellen könnt. Es tut mir leid, dass ich jetzt so ein ernstes Video mal machen musste. Aber das musste raus. Ich hoffe, dass ich sowas in Zukunft nicht mehr so oft sehen werde. Ich hoffe, das ist alles klargestellt. Und ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag. Das war's dann mit dem Video. Ciao.